Was wir als Menschen wirklich brauchen, begegnet uns. Das ist vielleicht eine ganz einfache Formel, auch eine einfache Formel für das Leben. Und wir suchen ja oft griffige Sachen, an denen man sich orientieren kann. Und wie oft bemühen wir uns im Leben und wollen etwas Bestimmtes und sind von etwas überzeugt und wollen etwas erreichen, was dann vielleicht schwierig zu erreichen ist. Aber wir denken wenig daran, dass das, was wir eigentlich benötigen und das, was wir eigentlich brauchen, uns dann auch begegnet. Was wir wirklich brauchen. Ich betone das, was wir tatsächlich brauchen. Das ist oft etwas, was uns verborgen ist zu einem Teil. Nicht oft denken wir etwas und wir sind, wie gesagt, von etwas überzeugt oder haben vielleicht einseitige Fantasien oder Bestrebungen, die wir in uns tragen und bemerken gar nicht, dass was wir wirklich brauchen, uns dann auch tatsächlich begegnet im Leben. Das heißt also, unsere Bedürfnisse, die wir als Menschen haben, die wir benötigen, die bekommen wir eigentlich auch immer wieder erfüllt. Das entsteht natürlicherweise, automatisch tatsächlich. Das heißt, wir können auf das vertrauen, was wir tatsächlich brauchen, und das begegnet uns dann auch. Es geht gar nicht anders im Leben, als dass die Dinge so sind und sich so fügen oder so richten, wenn man das so ausdrücken mag. Das heißt, wir müssen gar nicht immer wieder hinterherlaufen, hinter diesen zahlreichen Dingen, die uns umschwirren und die uns natürlich auch suggeriert werden von einer tagtäglichen Werbung von anderen Menschen, die andere Dinge tun, die wir dann auch tun wollen und alles Mögliche. Und wir sind uns oft gar nicht darüber im Klaren, dass das gar nicht für uns bestimmt ist, sondern dass es eben etwas anderes ist, was ja es nicht ausschließt, dass es uns eines Tages begegnet. Aber das, was wir wirklich brauchen, das bekommen wir auch. Wir müssen nur richtig hinschauen oder wahrnehmen oder eben so aufmerksam dem Leben gegenüber sein, dass wir es dann auch nicht verpassen, sondern dass es dann tatsächlich greifbar wird für uns und wir es auch gegriffen haben und damit dann umgehen und uns es dann eben zur Verfügung stellt. Das ist wichtig. Und insofern, die Dinge, die wir brauchen, die geschehen dann auch. Nur ist, wie gesagt, die berühmte Frage dahinter, was brauchen wir tatsächlich, was brauchen wir wirklich? Und dass es uns eben dann auch begegnet und immer wieder begegnet, das ist interessant. Also ich will damit sagen oder mit all dem sagen, dass das, was wir sind, was wir darstellen als Menschen, immer eine Response hat, also immer eine Antwort hat im Sinne der Begegnung. Das begegnet uns dann auch tatsächlich. Das, was wir wirklich brauchen, das kann gar nicht anders, als uns tatsächlich zu begegnen. Das ist sehr wichtig und sehr interessant. Und da muss man nicht so ein großes Aufheben machen oder vielleicht verzweifelt sein und rumsuchen und nochmal rumsuchen und sich zudröhnen und Umwege gehen und all das, sondern einfach nur darauf zu achten. So, das spüre ich, das ist mein Bedürfnis, das sind die Bedürfnisse, die da sind. Und es sind oft einfache Bedürfnisse, klare und einfache Bedürfnisse, die wir als Menschen haben, und die begegnen einem dann auch in Form der Befriedigung dieser Bedürfnisse.